Jeden Abend vor dem Einschlafen liest sie einen Liebesroman, den ihr Mann mitbringen muss zum Einkaufen. Also während er dann schon schläft, zittert sie noch mit dem starken Helden der Geschichte. Also stellen Sie sich vor, nächtliches Monte Carlo, sanfter Südwind, gewagtes Abenteuer, die pure Lust und dann einen Tango mit Fernando, Christina Bach. Monte Carlo, heiße Nächte, die man nicht nur verträumen möchte. Da wird manches Herz zum Spieler und ich setzte auf L'Amour. Mitternacht war's im Casino und ich setzte auf Fernando. Und ich war sicher, beim ersten Tango leg ich eine Flammenspur. Tango mit Fernando ist viel mehr als nur ein Tango. So wie er mich in die Arme nahm, mir war vorher noch nie so schwerelos, so wie im Fieber und nur in die Nacht verliebt. Das war Tango mit Fernando, wie es ihn nie wieder gibt. Ein fortissimo ohne Ende, ein Roulette mit den Gefühlen und mit vollem Risiko. Monte Carlo, kühler Morgen, eine Nacht lang Glück zu borgen. So ein Spiel kann man nur verlieren, doch das weiß man so. Der Tango von den Grenz, Christina Bach. Herzlichen Dank.